Wuhu, es geht weiter mit Let's Play Divinity 2 Ego Draconis. Wir haben in der letzten Folge die Orobas-Fjorde betreten, haben unseren geilen Dämon gekriegt. Und jetzt gehen wir hier weiter. Wir haben diesen ganzen Abhang hier gesäubert. Aber wie ich bereits sagte, das war noch gar nichts. Warum sollte ich ihn nicht behalten? Er passt gut zu meinen Augen. Deine Augen sind auch ohne den Ring schön. Das gehört sich einfach nicht. Was ist denn das Problem, meine Damen? Eine Leiche wurde an den Strand gespült und ich habe ihr diesen Ring abgenommen. Leichenschänder. Klar, es tut mir leid, dass der arme Mann tot ist, aber er kann ja nichts mehr mit dem Ring anfangen, oder? Im Prinzip hat sie recht und aufgrund der Tatsache, dass sie ihn wahrscheinlich auch nicht begraben und ihn somit auch nicht dem Grab beilegen können, ja, sie hat recht. Karin, wie kannst du nur so taktlos sein? Wir müssen herausfinden, wer dieser Mann ist und den Ring seiner Familie geben. Wie ich bereits sagte, also irgendwie, weiß nicht. Ich könnte die beiden natürlich auch töten und mir den Ring nehmen, aber hallo, die beiden sind wehrlos. Und das gehört sich nicht für einen zukünftigen. Nein, wir sind ja bereits ein Herrscher, wir sind ja bereits der Drachenritter, der über die Wächterinsel herrscht. Ich würde sagen, die kann den Ring durchaus behalten. Siehst du, ich habe doch gesagt, dass das in Ordnung ist. Danke vielmals. Ich glaube immer noch, dass das nicht richtig ist. Was ist, wenn das ein Ehering war und irgendwo ein armes Mädchen sehnsüchtig auf seine Rückkehr wartet? Dann wird sie bestimmt zurückkommen und euch beiden die Fresse polieren. Tod ist tot. Wie tiefsinnig. Halt die Fresse. Ja? Wir können nicht alle große Philosophen sein, Talana. Hat er noch irgendwas? Nö. Vielleicht hätte ich sie töten sollen und mir den Ring nehmen sollen. Vielleicht ist der ja was wert. Und vielleicht hätte ich auch irgendwas anderes noch gekriegt. Obwohl, das war ja überhaupt keine Quest, also von daher. Egal. Ja, wir können hier nichts mehr machen. Doch, wir können schwimmen, aber das bringt so gut wie gar nichts. Deshalb fliegen wir jetzt den Rest. Unsere Drachenrüstung? Haben wir die noch an? Ich hoffe doch mal. Hä? Legen wir sie einfach an. So, wusch, wir fackeln den Baum ab. Den Baum könnt ihr euch schon mal merken, der wird später noch wichtig, aber das will ich dann in einem Rutsch machen. Seht ihr das? Oh, Damian hat sich schon hier ausgebreitet. Na warte. Ich krieg dich. Haha, theoretisch könnte ich die Brutstättentürme auch einfach weiter brüten lassen, denn die Viecher, die da rauskommen, bringen Erfahrungspunkte. Und es wäre eigentlich dumm, eine solche Erfahrungsquelle zu zerstören. Denn normalerweise habe ich ja gesagt, dass die Anzahl der Erfahrungspunkte in dem Spiel begrenzt ist. Es ist ja auch so. Denn die Feinde und Quests sind ja begrenzt. Aber aufgrund der Tatsache, dass die Viecher hier immer respawnen und Erfahrungspunkte bringen, ist das vielleicht doch gar keine so dumme Idee. 634, gut, nicht unbedingt. Oh Gott, da sind noch mehr. Da sind noch mehr. Noch viel mehr. Und da ist auch noch einer. Wusch. Wenn der Kreis um die Feinde so rot wird, dann bedeutet das, dass wir sie mit unserem Feueratem, also dass wir in Reichweite sind, um sie mit unserem Feueratem zu töten. Heilung. Ich kann mal eben kurz demonstrieren, was passiert, wenn wir in die Anti-Drachen-Zone fliegen. Pass mal auf. Oh ja, ganz genau das. Deshalb, das sollte man tunlichst vermeiden. Es gibt zwar Anti-Drachen-Zonen, die man ausschalten kann, zum Beispiel die werden irgendwann gleich weg sein oder so, aber es gibt auch genug, die das nicht sind. Na komm. Und weg mit dir. So, ich glaube, wenn wir die Feinde hier überall besiegt haben, dann gehen auch diese Anti-Drachen-Zonen weg. Aber so kann ich den Buchstabenturm nicht angreifen. Das finde ich voll doof. La, ich finde das so cool, dass man als Drache so viel Mana hat. Na okay, sie gehen nicht weg. Aber egal.
Hier ist auf jeden Fall auch noch einer. Komm mir nicht so nah. Oh mein Gott, hier sind noch ganz schön viele. Da, da ist auch noch einer. Und da. Und sonst noch einer? Da unten. So, hier können wir aber noch nicht... Oh, ein Wyvern. Nee, das ist unser Schatten. Aber es gibt hier in den Schluchten auch Wyvern. Aber... Hier verläuft eine Barriere lang. Das ist zwar keine Anti-Drachen-Zone, denn in die können wir mal reinfliegen, auch wenn wir dann sterben, sondern das ist einfach so eine magische Barriere, durch die wir nicht durchkommen. Noch nicht. Bedeutet, der größte Teil des Trümmerteils generell, es gibt viele solcher Barrieren im Trümmerteil, da muss man dann vorher erst noch bestimmte Sachen machen, bevor man da rein kann. Aber was wir jetzt erstmal machen müssen, um diese ganzen Anti-Drachen-Zonen und auch die Barrieren auszuschalten, ist da oben hin. Will ich da jetzt schon rein? Na egal, lassen wir die Sequenz erstmal laufen. Oh yeah, eine Festung des Schwarzen Ringes. Mitten in die... Dieser Ort scheint gut geschützt zu sein. Wahrscheinlich gibt es dafür einen triftigen Grund. Guck mal, ich kann tanzen. Ja, dafür gibt es einen triftigen Grund. Ich bin mir bloß gerade unsicher, ob wir da jetzt schon rein wollen. Es gibt hier auf jeden Fall auch noch eine ganze Menge zu entdecken. Da war was. Genau, das war das dem Dings. Da liegt auch noch was. Und hier geht's auch noch rein. Oh mein Gott, es ist so schlimm. Die Urobas Fjorde sind verdammt groß und es gibt, obwohl es so groß ist, hier auch verdammt viele Geheimnisse. Landen wir erstmal hier drauf. Denn da ist jemand. Und da ist ein Buch. Zerrissenes Notizbuch eines Archäologen. Hallo, Frau, wo bist du? Stütz dich hier nicht von der Klippe, ja? Ich glaube, du bist wichtig. Verzeiht mir, Reisender, aber seid ihr vielleicht einer der vier? Der vier Musketiere? Was? Nein, nein. Habt ihr vor kurzem eine Nachricht und einen Teil eines Siegels in eurem Haus gefunden? Gut, nein, nichts dergleichen gefunden. Eines Morgens fand ich eine Nachricht und einen Teil eines Siegels unter meiner Haustür durchgeschoben. Wer macht sowas? Die Nachricht besagt, dass sich in einer Gruft irgendwo hier in den Orobas-Fjorden ein großer Schatz befindet und erwähnt drei weitere Forscher mit Teilen des Siegels. Wir müssen bei der Gruft zusammenkommen und gemeinsam den Schatz bergen. Da ihr jetzt Bescheid wisst, könntet ihr vielleicht versuchen, die anderen zu finden. Das ist eine gefährliche Gegend hier. Wisst ihr, nach wessen Gruft ihr sucht? Ich habe keine Ahnung. Viele Helden haben hier gekämpft und ihr Leben gelassen. Wenn man die Orobas-Fjorde erkundet, stellt man schnell fest, dass eine alte Gruft keine wirklich spannende Entdeckung darstellt. Okay, habt ihr eine Idee, von wem die Nachrichten stammen könnten? Ich kenne die Handschrift nicht und wüsste auch nicht, wer uns solch ein Rätsel aufgeben würde. Ich hoffe nur, dass der Schatz auch wirklich existiert. Ja, das tut er. Ich suche weiter nach der Gruft. So. Okay, sie ist weg. Tschüss. Ich frage mich, wie die hier oben hingekommen ist. Ja, wir haben jetzt die Quest bekommen. Grabräuber. Grabräuber Teil 3. Lalalala. Jawohl. Und wir haben hier doch auch noch irgendwas gefunden. Zerrissenes Notizbuch eines Archäologen. Irgendwie kann ich nicht genug Ressourcen finden, um das hier durchzuziehen. Ich brauche mehr Hilfe. Das ist eine der faszinierendsten Ausgrabungsstätten, mit denen ich es zu tun hatte. Ich werde wohl diesen Schwindler Bellegar um Hilfe bitten müssen. Okay. Wir können übrigens Sachen, wie sie direkt zum Drachenturm bringen. Das ist richtig geil. Denn falls unser Inventar mal leer ist, müssen wir die Sachen jetzt nicht mehr wegschmeißen. Sondern können sie einfach in die Truhe in unserem Drachenturm bringen. Ist hier oben noch was? Ich guck mal eben. Denn wenn man so als Drache durch die Orobas-Fjorde düst, dann entgeht einem ziemlich viel. Da ist was. Und ich guck mal eben, was genau es da ist. Es muss einen Weg geben, um in den Bunker zu gelangen. Vielleicht einen Teleporter. Ach, ich komme da gar nicht rein, Talana. Woher weißt du denn das? Ich komme da doch rein. Was will die denn von mir? Oh, ist das das, was ich denke, dass es ist? Denn ich könnte mir gut vorstellen, dass es das ist, was ich denke, dass es ist. Ja, ich denke schon, dass es das ist, was ich denke, dass es ist.
Ich bin mir bloß nicht sicher, ob ich schon stark genug dafür bin. Oh yeah. Oh verdammt. Oh. Sehr ausgebauter. Ah, ein fremdes Gesicht in meinem Versteck. Barnabas. Sterbt jetzt, damit ihr mir im Tode dienen könnt. Wir sollen ja für unsere vier Arbeiter auf dem Drachenturm, beziehungsweise im Drachenturm, so spezielle Aufgaben erfüllen, damit sie noch effizienter arbeiten können. Und Barnabas, von dem brauchen wir ein Buch für Igor. Ich kann den Buch... Ach genau, wenn die so... Wenn die diese blauen Blitze um sich drum haben, ist das so eine Art Schutzschild. Da können wir dann nichts machen. Aber immerhin haben wir hier schön Viecher, die uns viel Erfahrung geben können. Und ich denke, ich werde diese Brutstätte jetzt auch erstmal dafür benutzen, um uns Erfahrung zu geben. Denn 1439 EP, das ist verdammt viel. Komm, gib mir mehr. Na komm. Das ist echt nicht zu verachten. Von da oben sind wir gekommen, ne? Na komm, noch einer. Weil es so schön ist. Ach guck mal, nach einer Zeit geben die aber gar keine Erfahrungspunkte mehr. Na gut, das haben die Entwickler schlau gemacht. Sonst könnte man ja wirklich hier die ganze Zeit bleiben und wirklich hier nur Erfahrungspunkte scheffeln. So, was hat's denn mit dem Teleport hier auf sich? Der bringt mich nach... Oh, okay. Oh, da... Da sind böse, böse Viecher. Kreaturendiener. Und die sind... Erwache, mein so wie ich das gerade mal sage, wenn man es erkennen kann, ziemlich stark. Komm, Kreatur, diene mir und töte sie. Spüre meinen Zorn. Aber andersrum geben die natürlich auch verdammt viel Erfahrungspunkte, weil wir noch Stufe 20 sind und die schon 22. Oh Gott. Komm, Kreatur. Du bearbeitest sie so und ich mach sie so fertig. Ohohoho. Ich könnte jetzt einen Trank vertragen. Ja, definitiv. Also, die verfolgt mich. Das finde ich überhaupt nicht geil. Und sie verfolgt mich weiter. Fände ich ebenfalls überhaupt nicht geil. Aber sie trifft mich überhaupt nicht mit diesem Angriff, weil ich so unglaublich gut ausweichen kann. Ich weiß schon, warum ich so einen Bogen habe. Genau für solche Fälle. Damit ich übermächtige Gegner trotzdem besiegen kann. Und zack. Guck, haben wir gleich schon einen Levelaufstieg. Nur weil wir uns mit überpowerten Gegnern abgeben. Überpowered in Anführungsstrichen.